Ja, servus, liebe Boris-Fans und liebe Fans unserer Reihe Boris und Frederik, die jetzt neuerdings umbenannt ist in Boris und Kumpanei. Heute wollen sich unsere drei lieben Monsterchen noch einmal persönlich vorstellen bei euch und Grüß Gott sagen. Dann haben wir das wieder auf dem neuesten Stand. Nachhalt. Also unser Chef, der Fettsack, hat gemeint, wir sollten uns jetzt doch noch einmal alle vorstellen. Wir haben das zwar schon einmal getan, irgendwann, aber er hat gesagt, wir sollten es jetzt also noch einmal tun. Und jetzt, ja, mei, es ist zwar Sonntag, aber mei, muss halt sein, dass wir uns vorstellen. Also ich stelle mich selber vor, ich bin also wie gesagt der Boris und ja, meinen Namen verdanke ich also eigentlich dem ganz berühmten und berühmten Schauspieler, weltberühmten Schauspieler Boris Karloff, der mich ja auch verschiedentlich im Film dargestellt hat. Und da habe ich mir also meinen Namen entlehnt, quasi praktisch, also da so entlehnt. Und ja, und der Max hat also seinen Namen, das hat er auch schon mal verzeiht, entlehnt von dem Schauspieler Max Schreck. Der hat also auch einmal, der hat eben den Max einmal gespielt, auch in den 20er Jahren in einem Film. Beziehungsweise der Max war selber in dem Film beteiligt, aber man hat sich halt dann, damit er nicht so auffällt, sich den Namen, hat sich dort als Max Schreck ausgegeben, sagen wir es jetzt so rum ist richtig, gell? Ja. Ja, das ist nicht so einfach. Und der Frederik, ja, ist eh klar, das sieht man auch in seinem Vorstellungsfilm dann auch, hat das also hat sich also benannt nach dem Schauspieler, dem amerikanischen Schauspieler Frederick March, weil der hat also ja, hat also praktisch ihn einmal gespielt, auch in die 30er Jahre, in einer recht berühmten Verfilmung, gell, ja, gut, und das ist dann so, das wäre dann, glaube ich, dann schon äußerst was dazu zum Song ist, gell.
Nun, mein Name ist Frederik und ich bin selten hier zu sehen, weil ich eigentlich dieses Medium nicht besonders mag. Leider habe ich mich aber bereit erklärt, ab und zu hier zu Ihnen etwas zu sprechen. Nun gut. Wir werden sehen, was weiterhin daraus wird. Ja, grüß Gott zusammen. Mein Name ist Max und ich mache jetzt da auch ein bisschen die Vertretung von dem Frederik. Das hat Ihnen, glaube ich, ja der Boris schon gesagt, dass der. Nur jetzt ist es bei mir auch das Problem, dass ich, ja, also dass ich momentan in Traumbehandlung bin. Sie hören es wahrscheinlich, ich habe es also momentan. Es ist so oben, dass oben die oberen Zähne vor allem, dass die also so repariert werden müssen, weil die sind ja auch sehr in Anspruch gewesen über die ganzen Jahre, wo ich das schon jetzt praktisch in Benutzung habe. Sie müssen ja mal vorstellen, die sind ja jetzt schon fast, naja, gute 700 Jahre insgesamt, wenn ich eigentlich alles zusammenrechne. Weil diese Rechnerei da, was da immer gibt, so von diesem Dings da wegzurechnen, von diesem Flat, dem Fehler da in Transsilvanien, das ist ja alles ein Quatsch. Das steht ja bloß in die Bücher drin, das ist ja alles ein Quatsch. Das gibt's ja schon viel länger. Das hat mit dem hat überhaupt nichts zu tun, das hat man mir dann zugeschrieben, aber es ist eigentlich eine Frechheit. Also leider habe ich den nimmer erwischt, da diesen Stoker, den Stoker da in England, den Bram Stoker, der dieses Buch da geschrieben hat, gell. Na, der hätte es besser wissen müssen. Gell. Weil ich mag das nicht, wenn man über mich unwahr berichtet, man kommt ja auf Fragen und komme ja auf Fragen und sage ja gern, was ist und was war bei mir, gell. Aber so einfach da was schreien, was so gar nicht stimmt. Also ich. Es gibt kaum Wahrheiten über mich. Selbst in dem Film, wo ich da mal mitgespielt habe, in die 20er Jahre letztes Jahrhundert, dieser Nosferatu, da habe ich ja mitgespielt. Man hat mich dann zwar dort als Max Schreck geführt, aber die Lagerung war es ja eh, gell? Und deswegen, also Max ist mir halt dann geblieben. Eigentlich habe ich einen anderen Namen, aber den Sie gar nicht sich merken können. Also bleiben wir bei dem Max heute. Halt. Der Maxl, sagen manche dann auch zu mir, wenn Sie mich gut kennen, sagen Sie Maxl zu mir. Gell? Ja, Gott, wenn Sie jetzt wissen, dass meine Zähne in Reparatur sind, dann sagen Sie sowieso gern Maxl, weil Sie meinen, Sie können mich ärgern. Na. Also es ist auch bei Ihnen so, wenn Sie Fragen haben dazu, dann fragen Sie mich einfach direkt und tun Sie nicht irgendwas hinterm Erfinden und tratschen über mich, weil man kann mich auch fragen, ich bin ja also nicht aus der Welt. Und ich bin ja nicht aus der Welt. Ich bin ja da, dauernd. Seit 700 Jahren müssen Sie sich einmal vorstellen. Es ist anstrengend, sehr anstrengend. Jedenfalls fragen Sie mich. Und dann gebe ich Ihnen auch, stehe ich Ihnen da auch Rede und Antwort dazu, aber tun Sie nicht irgendwie so hinten rum was erfinden und dann über mich verbreiten, das mag ich gar nicht. Weil da müsste ich dann schon einschreiten und dann geht es aber nicht gut ausgehen. Für Sie, gell? Also das kann ich Ihnen jetzt schon sagen. Ja, also gut, jetzt das will ich jetzt mal bewenden lassen bei der Vorstellung. Und dann werden wir uns dann schon gelegentlich mal wieder sehen hier, wenn ich die Vertretung da wirklich weitermache von dem Frederik, gell? Gut.
Also dann wieder schauen, gell, wieder schauen. So was. Wie verbreiten doch. Was ist? Willst du vielleicht mit mir reden? Ich werde bloß nicht schwach, das sage ich dir, du Trickser, du Trickerti. Wie kommst du denn überhaupt da her? Was willst du denn überhaupt da? Wer bist denn du überhaupt? Was meinst denn du? Mit wem ist das du da zum Tor hast, du? Ha, du? Magst Schläg oder was? Kannst schon haben, wenn du nicht schleichst. Ja, das war jetzt überhaupt nicht geplant. Das tut mir sehr leid. Ich weiß nicht, wie sich der da herein verirrt hat. Also, die Vorstellung unserer drei lieben Monsterchen haben wir also jetzt hier abgeschlossen. Und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Sonntag mit viel Sonne, sowohl draußen als auch im Herzen. Und wir sehen uns bald wieder an dieser Stelle.